Hallo und ganz herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem Samstag, an dem wir auch auf die großen Waldbrände bei Dillenburg schauen. Und wir haben außerdem diese Themen im Programm. Wir haben Hessens Ministerpräsidenten Boris Rhein zu seinem ersten Sommerinterview getroffen. Und in der vergangenen Nacht haben Sternschnuppenfans in der Rhön die Perseiden beobachtet. Wir starten aber erstmal mit dem Waldbrand zwischen Dillenburg und Haiger, der zeitweise bis zu 800 Feuerwehrleute beschäftigt hat. Und das seit gestern Abend. Noch kilometerweit konnte man die riesige Rauchsäule über dem Wald sehen. Kaum war der Brand an der einen Stelle unter Kontrolle, ist heute auch schon der nächste ausgebrochen. Seit mehr als 24 Stunden hält das Feuer die Region jetzt schon in Atem. Es sind Bilder, die selbst die Rettungskräfte vor Ort bislang nur aus Filmen kennen. Auf rund 300.000 Quadratmetern Fläche brennen Fichten. Die Einsatzkräfte haben massive Probleme, in dem unbewirtschafteten Areal voranzukommen. Teilweise müssen sich die Trupps zurückziehen. Der Brand ist zu unberechenbar. Es ist chaotisch, schlimm. Die Bäume stehen wie Streichhölzer unter Flammen. Brechen dann weg. Also eine unwahrscheinlich hohe Gefahr besteht da, wenn man löschen wollte. Und jetzt muss halt ein Weg gefunden werden, wie man das kontrolliert abbrennen lässt. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Die Rauchentwicklung ist kilometerweit zu sehen. Das Feuer breitet sich rasant aus. Der Funkenflug entzündet immer wieder das Unterholz. Die zusammengezogenen Feuerwehren aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis versuchen, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Unser großes Ziel, zu verhindern, dass es an die Bebauung herankommt. Also eine statische Lage zu schaffen und die Flammen einzudämmen. Der angrenzende Windpark schien nach Angaben der Einsatzkräfte zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die Versorgung von 8000 Haushalten somit gesichert. Heute gegen 14 Uhr entdecken die Einsatzkräfte dann am Ortsrand von Haiger Niederrosbach aber den nächsten Brand. Das Gelände ist schwer zugänglich, deshalb ist der Hubschrauber im Dauereinsatz. Im 5-Minuten-Takt wird das Bambi-Bucket mit 1000 Litern Wasser gefüllt. Bei den Löscharbeiten zählt sprichwörtlich jede Minute. Wir haben hier oben im Bereitstellungsbereich, hatten wir noch verschiedene Löschzüge dann zur Verfügung stehend. Die haben wir jetzt dorthin beordert und die versuchen jetzt dort den Brand zu bekämpfen in diesem unzugänglichen Bereich. Die rund 800 Feuerwehrleute kämpfen nun an zwei Fronten. Unter allen Umständen soll ein Szenario wie gestern Abend vermieden werden. Wir hoffen, dass die Lage sich auf alle Fälle dann doch noch stabilisiert, bevor es dunkel wird, weil dann haben wir halt eben das Problem, dass dann wieder das Gelände so unzugänglich ist und die Gefahr dann besteht, so war es in der letzten Nacht, dass brennende Bäume umgestürzt sind und wir dann nicht die Kameradinnen und Kameraden in den Bereich reinschicken konnten, weil die Gefahr dann für Leib und Leben einfach zu hoch war. Deshalb unterstützt aktuell ein Hubschrauber der Bundespolizei die Löscharbeiten, um den Brand gezielt aus der Luft unter Kontrolle zu bringen. Seit 2,5 Monaten ist Boris Rhein jetzt Ministerpräsident und der Start in sein Amt war alles andere als entspannt. Corona ist immer noch ein Thema, Energiekrise und viele Hessen, die große Sorge vor dem kommenden Winter haben. Wie er die Probleme angehen will und dass er zumindest theoretisch ein echter Lebensretter ist, das hat uns Boris Rhein in seinem ersten politischen Sommerinterview mit dem HR erzählt. Baden gehen möchte Ministerpräsident Boris Rhein nicht, weder im Becken noch im Gespräch. Auch wenn er sich das Freibad in Frankfurt-Niedereschbach in der Nähe seines Zuhauses für sein Sommerinterview selbst ausgesucht hat. Ich war selbst Schwimmmeisterhelfer. Nicht Schwimmmeister oder Schwimmmeistergehilfe, sondern Schwimmmeisterhelfer. Denn ich habe bei der DLRG einen sogenannten Leistungsschein in Silber gemacht in meiner Jugend und ein sogenannter Rettungsschwimmer. War dann in der Lage, dann in meinen Ferien insbesondere, aber auch sonst hier Beckendienst zu machen. Nicht in Niedereschbach, sondern ich habe das im Hausener Freibad in Frankfurt gemacht. Es war eine ganz tolle Zeit und das passt auch ein bisschen. Und deswegen habe ich auch gesagt, lassen Sie uns doch hierher gehen. Um öffentliche Einrichtungen wie etwa Schwimmbäder geht es derzeit auch beim Thema Gaskrise. Wenn es nämlich darum geht, im Winter weniger zu heizen. Doch wo sparen? Landtagskorrespondentin Sandra Müller hakt nach. Müssen wir uns irgendwie darauf einstellen, dass am Ende im Winter vielleicht Einrichtungen geschlossen werden, wie zum Beispiel die Schulen? Letztes Jahr wegen Corona, dieses Jahr wegen der steigenden Heizkosten, dass man einfach sagt, Schulen zu, lieber Homeschooling wieder? Nein, also das kann ich, glaube ich, für Schulen sagen.
Betreffend Corona und betreffend Energiekrise, nichts liegt uns ferner, als Schulen zu schließen. Die Schülerinnen und Schüler haben in dieser Krise enorm zurückgesteckt. Schülerinnen und Schüler sind nicht der Treiber der Pandemie gewesen, ganz im Gegenteil. Rhein will, anders als vorgesehen, nicht nur die Kleinen, sondern alle Schüler vom Masketragen befreien. In öffentlichen Verkehrsmitteln kann er sich eine Maskenpflicht hingegen weiter vorstellen, verrät er hr-Landtagsstudioleiterin Ute Wellstein. Wenn Sie das Infektionsschutzgesetz zu machen hätten, welche Maßnahmen würden Sie denn noch für notwendig halten für den Herbst? Selbstverständlich gehören natürlich auch im Falle des Falles Abstandsregelungen dazu, die wir möglicherweise wieder ergreifen müssen. Natürlich gehören im Falle des Falles auch wieder Fragen dazu, gibt es Veranstaltungen in dieser oder jener Größe? Natürlich gehören Fragen dazu, wie 2G oder 3G. All das wird wiederkommen, aber es muss immer lageangemessen sein. So kritisiert der Ministerpräsident deutlich die Pläne der Bundesregierung, nur frisch Geimpfte oder frisch Genesene von einer Maskenpflicht auszunehmen. Mancher Bundesminister wäre manchmal gut beraten, dreimal nachzudenken, bevor er die ein oder andere Idee äußert. Meinen Sie Herrn Lauterbach? Ich meine damit ganz konkret den so sehr sympathischen, aber doch manchmal sehr in der Art und Weise kreativen Geiste Karl Lauterbach. Insbesondere was das Impfen betrifft, verlasse ich mich dann doch lieber auf die Experten, die wir bundesweit dafür haben. Und die haben dazu eine sehr klare Meinung und dieser Meinung schließe ich mich an. Kalte Dusche statt warmer Worte im ersten Sommerinterview des neuen hessischen Ministerpräsidenten, zumindest Richtung Politik in Berlin. Die Sommerferien haben Halbzeit. 3 Wochen gehen sie noch. Also noch genug Zeit, um tolle Sachen zu unternehmen. Die einen kommen vielleicht gerade aus dem Urlaub, andere fahren vielleicht noch weg. Und manche, die bleiben hier, denn auch bei uns hier in Hessen gibt es eine Menge, was Kinder und Jugendliche in den großen Schulferien unternehmen können. Es geht zur Sache beim Rugby-Camp auf Burg Sensenstein in Nieste. Diese Ferienfreizeit haut fast alle um. Man muss halt gut aufpassen. Wenn man halt zum ersten Mal Rugby spielt, kann man halt Verletzungen kriegen. Aber wenn man dann ein paar Jahre schon spielt, macht es halt auch sehr viel Spaß. Der Deutsche Rugbyverband bietet am Sensenstein die etwas ruppigere Art der Feriengestaltung an. Die Kinder lieben es und sind endlich weg vom Schulalltag. Es war sehr entspannt, gar keine Schule, es war sehr gut. Vor allem kein Latein lernen, das hat mir sehr gut getan. Man hat halt keine Schule, man hat mal Pause und man hat wirklich Zeit für auch Freizeit und für seine Familie. Sehr viel Freizeit und viel Spaß und dass man Freunde trifft und halt seine Lieblingsbeschäftigung machen kann. Ebenfalls sportlich, aber wesentlich ruhiger geht's in der Jugendherberge Fulda zu. Viele Familien haben sich entschlossen, dort ihren Urlaub zu verbringen. Zum Glück kein Vergleich mehr zu früher, erinnert sich Vater Jan Kirschinger. Ich kenn's halt mit Gruppenbetten, mit Sanitäreinrichtungen auf dem Gang und alles selber machen, Zimmer selber reinigen. Die Jugendherberge wird heute eher wie ein Hotel geführt. Gruppen aus aller Welt checken hier ein. Die Hauptklientel sind aber Gäste aus Deutschland, die hier einfach entspannen wollen. Was wir gemerkt haben, ist aufgrund von Corona, dass einfach die Menschen gemerkt haben, sie müssen nicht mehr unbedingt weit fahren. Sie suchen manchmal das Nahegelegene, auch jetzt mit der Rhön und mit den Angeboten, die Fulda bietet. Hoch hinaus geht's für die Kinder am Frankfurter Mainufer. Die Main-Spiele bieten seit 14 Tagen Ferienspaß aller Art. Sogar eine ehemalige Hessin zieht es hierher. Wir kommen aus Ockenheim. Ursprünglich bin ich in Hessen aufgewachsen. Von daher ist es für mich Heimaturlaub und die Kinder lernen hier mal Frankfurt und Main kennen. Gegenüber der imposanten Skyline direkt am Wasser wirken die Main-Spiele fast wie ein Urlaubsersatz in fernen Ländern. Ob das ein Urlaubsersatz ist, ist natürlich absolut zu vermuten. Die Main-Spiele sind bekannt. Man kommt gern hierher, man kommt mit der ganzen Familie hierher. Es ist erschwinglich und deswegen wird es auch ganz sicherlich ein Urlaubsersatz sein für viele.
Ob im Norden, Osten oder Süden von Hessen, die Ferienangebote für Kids und Jugendliche werden gut angenommen. Wer also zu Hause bleibt, dessen Urlaub muss deshalb noch lange nicht ins Wasser fallen. Wir machen weiter mit den Nachrichten in der Zusammenfassung und die starten mit einem weiteren, größeren Waldbrand in Südhessen. In Münster im Kreis Darmstadt-Dieburg brennt der Wald auf dem Gelände der früheren sogenannten Munitionsanstalt. Weil dort noch Munitionsreste liegen und explodieren könnten, löscht die Feuerwehr nur von ausgewiesenen Korridoren aus. Rund 250 Einsatzkräfte sind vor Ort und ein Hubschrauber ist im Einsatz. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Im Brandgebiet sei es aber bereits zu kleineren Explosionen gekommen, teilten Einsatzkräfte mit. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Löscharbeiten könnten noch tagelang andauern. Die Feuerwehr von Wetzlar bekommt ein neues Zuhause. Doch dazu muss zuerst die alte Feuerwehrwache 1 abgerissen werden. Heute verabschiedeten die Wetzlarer ihre Wache 1 mit einem Fest. Dann kamen die Bagger zum Einsatz. Der Neubau soll die räumlichen Bedingungen der Feuerwehrleute und deren Arbeitsumfeld verbessern. Rund 31 Millionen Euro soll das neue Gebäude kosten. Im Schloss Fasanerie in Eichenzell bei Fulda begeben sich die Besucher an diesem Wochenende auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. Rund 500 Darstellerinnen und Darsteller in farbenfrohen Militär- und Zivilkostümen des Rokoko verwandeln das Gelände rund ums Schloss in ein lebendiges Museum. Zu sehen sind historisch nachempfundene militärische Übungen, aber auch die Mode des 18. Jahrhunderts. In der Fußball-Bundesliga musste die Frankfurter Eintracht heute bei Hertha BSC Berlin antreten. Die Adlerträger kamen im zweiten Bundesligaspiel zu einem 1:1. Das Tor für die Eintracht erzielte Kamada. In der vergangenen Nacht waren sicher wieder viele lange wach und haben in den Himmel geschaut und dabei hoffentlich auch die eine oder andere Sternschnuppe gesehen. Denn von heute auf beziehungsweise von gestern auf heute war der Höhepunkt der Perseiden. Allerdings hatten wir auch Vollmond, der den Sternschnuppen ja so ein bisschen die Show gestohlen hat. Trotzdem haben einige Hessen ihr Glück in der Rhön versucht. Einzelne Sternschnuppen, so wie hier, die konnten gestern Astrofans in der Rhön bewundern. Gegen Sonnenuntergang kamen hier rund 100 Menschen zusammen. Mit Snacks, warmen Decken und manche sogar mit Campingstühlen, wie diese Gruppe. Aber haben Sie sich denn auch wünschetechnisch vorab was überlegt? Also direkt vorbereitet nicht. Wir lassen das einfach auf uns zukommen. Wenn dann ein Stern kommt, dann ne, schauen wir mal, was passiert. Wünsche hat er keine. Sternführer Wolfgang Fiedler. Außer den Fans hier ganz viel über Perseiden zu erzählen. Das sind Sternschnuppen, die so heißen, weil sie scheinbar aus dem Sternbild Perseus kommen. Mit rund 18.000 Kilometer pro Stunde fliegen sie in die Erdatmosphäre. Das ist so schnell wie in einer Sekunde um die halbe Welt. Und? Wenn diese in die Erdatmosphäre eintreten, dann verdampfen die. Also man glaubt immer, die verglühen und viele sagen, man sieht das Glühen. Das stimmt nicht, sondern sie verdampfen. Und je nach Größe der Schnuppe unterschiedlich schnell. Jedes Jahr im August fliegen besonders viele von ihnen in unser Blickfeld. Grund die jährlich gleiche Sternenkonstellation. Weil die Erde jedes Jahr zwischen dem 10. und dem 12. August durch die Bahn eines Kometen, dieser Komet heißt Swift-Hadley, fliegt. Und dies sozusagen, der hat auf seiner Bahn eine Dreckspur hinterlassen. Und da fliegen wir jedes Jahr zwischen dem 10. und dem 12. August hindurch. Und die Erde sammelt das Material auf, was da auf dieser Bahn zurückgelassen wurde. Und wenn es in die Erdatmosphäre eintritt, dann sieht man diese Leuchterscheinung. Leuchten, das tun auch die Augen der Sternschnuppenbegeisterten. Die Stimmung magisch und ruhig. Und nach der ersten Sternschnuppe springt die schnell um in Euphorie. Man guckt halt so in den Himmel und wartet und spannend. Und dann auf einmal so, wow, da war jetzt eine. Ne? Und alle so gerufen, ich hab's auch gesehen. Also es war schon cool. Knapp 2,5 Stunden haben sich hier heute Abend hunderte von Wünsche im Himmel gesammelt. Aber nicht bei jeder Schnuppe wurde die Gunst der Stunde genutzt. Das ging dann so schnell, ne? Da ist das geht manchmal so schnell, ja, da fängt in dem Moment ein Wunsch gar nicht. Ja, fällt einem so schnell gar nichts ein. Der erste Wunsch von der ersten Sternschnuppe ist schon in Erfüllung gegangen. Der wäre? Dass ich wieder Sternschnuppen sehe. Ja, also meistens wünsche ich mir sowas wie eine gute Zeit oder so. Halt so Sachen, die so längerfristig sind und von denen ich wirklich was mitnehmen kann. Gar nichts gewünscht. Und außerdem, was will man denn noch mehr, wenn man gesund ist?
Wer das Himmelsspektakel mit entspannter Atmosphäre und fachmännischen Erklärungen gerne noch genießen möchte, der kann das noch bis zum 28. August in der Rhön tun. Ja, da hoffen wir doch, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, ob Freibad oder Badesee, in beiden kann man sich bei dem heißen Wetter, wie wir es ja gerade haben, schön abkühlen. Doch ins Wasser sollten natürlich nur diejenigen gehen, die auch schwimmen können. Und da liegt das Problem, denn gerade bei den Kindern sieht es düster aus. Immer weniger können richtig schwimmen. Und das ist in den vergangenen Jahren sogar noch schlimmer geworden. Wegen Corona sind zum Beispiel viele Schwimmkurse ausgefallen. Dabei macht Schwimmen doch richtig viel Spaß, wenn man es kann. Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen. Da freut sich Familie Kumpis ganz besonders über eine kleine Abkühlung im Erlebnisbad Habichtswald. Ja, wunderschöne Abkühlung. Ist zum Glück jetzt auch noch nicht so voll. Also, ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Die vierjährige Clara ist schon eine richtige Wasserratte. Sie hat schon erste Schwimmkurse besucht. Es ist halt schon entspannter, wenn man weiß, dass sie schon so ein bisschen Grundkenntnisse haben und halt auch mit dem Wasser halt einfach vertraut sind und keine Angst davor haben. Ne? So entspannt ist es aber längst nicht bei allen. Viele Schwimmkurse konnten wegen Corona nicht stattfinden oder mussten verschoben werden. Die DLRG warnt sogar, dass eine Generation von Nichtschwimmern heranwachse. Dagegen will der Rotary Club in Kassel etwas tun und unterstützt kostenlose Schwimmkurse wie hier im Auebad. Unsere Einschätzung ist, dass etwa die Hälfte oder ein bisschen mehr der Kasseler Grundschüler nicht schwimmen kann. Und das ist nochmal verschärft worden durch 2 schwimmfreie Jahre aufgrund von Corona. In 24 Kursen sollen bis zu 400 Kinder in den kommenden Wochen das Schwimmen lernen. Trainer sind Studierende der Uni Kassel. Die erste Schwimmstunde nennt sich Eulenstunde. Die lernen erstmal keine Angst vor dem Wasser zu haben, sich sicher zu fühlen und auch mal im Wasser zu gleiten und sich tragen zu lassen. Das ist eigentlich der Sinn der Eulenstunde, dass man die Kinder auch einordnen kann. Wenn nicht jemand seinen Kopf unter die Wasser immer hat. Super, ganz wichtig. Wir tucken keine Kinder unter Wasser. Super. Die Kinder in diesem Kurs kommen aus einem Hort der Kasseler Nordstadt und besuchen ab dem kommenden Jahr die Grundschule. Ihre Erfahrungen im Wasser sind ganz unterschiedlich. Manche können schon gleiten im Wasser, können sogar vielleicht schon erste Schwimmtechniken. Und manche haben total Angst vor Wasser, gehen gar nicht gerne ins Wasser, haben total Angst, unterzutauchen. Und deswegen muss man deswegen hier gucken, dass wir die alle gut unter einen Hut bekommen. Ziel ist es, dass sie am Ende ihr Abzeichen Seepferdchen oder Frosch bekommen und dann auf dem besten Weg zu richtigen Schwimmern sind. Spaß darf es natürlich auch noch machen, so wie bei Familie Kumpis im Freibad Habichtswald. Und wir gehen jetzt nach Freienfels in der Nähe von Weilburg, wo diese beeindruckende Burg steht. Und die ist für etwas ganz Besonderes bekannt, und zwar in ganz Europa. Und unser dolles Dorf der Woche hat noch viel mehr zu bieten. Da gibt es zum Beispiel tanzende Gymnastikfrauen im Brunnen, der gerade an diesen heißen Tagen ein beliebter Treffpunkt ist. Hier ist das dolle Dorf Freienfels. Kettenhemd, Schulterschutz, Helm. Über 30 Kilo Ausrüstung, wenn schon historisch schön, dann richtig. Ritter Joschka ist in Freienfels bekannt wie ein bunter Metallhund. Freienfels, Ortsteil von Weinbach, im Kreis Limburg-Weilburg. 431 große und kleine leben hier, nicht am Fuße der Burg, sondern um sie herum. Ritter Joschka hat das Mittelalter quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Als kleines Kind, 96, war ich auch schon das erste Mal hier. Das war auch das erste Jahr, wo ich Mittelalter gemacht habe. Und ja, das hat einen angesteckt. Da will man einfach dabei sein. Ritter Joschkas Auftrag, Feste feiern und Ordnung schaffen. Er hat sie alle hier genau im Blick. Schon am Ortseingang helfen ihm mythische Gestalten. Sie verstehen sich wortlos. Erschaffen hat die beiden Mischwesen aus Pferd und Stier dieses Paar. Steinmetz Sven Müller und Florence Neumann haben sich auf aufwendige Mosaikkunst spezialisiert. Hier floriert sie richtig. Verwunschen im Grünen liegt ihre Werkstatt. Viel Freiheit und Raum,
besonders für große Skulpturen. Es ist sehr viel Arbeit und wir machen das, weil wir Freude daran haben. Und das heißt ja Mosaik, das kommt von den Musen. Also es braucht viel Geduld und Zeit. Freienfels, für die beiden ein besonderer Ort der Inspiration. Hier muss er nicht so oft nach dem Rechten schauen. Die Zeit des Zugverkehrs ist hier seit den 60ern vorbei. Der alte Bahnhof wurde danach liebevoll restauriert und erhalten. Hier wohnen Menschen oder sitzen in der Wochenendkneipe hinter der Schranke. Oder heiraten im extra hergerichteten Standesamt im umgebauten Waggon. Das wird sehr genutzt, weil es ist ja auch ein sehr schönes Ambiente. Soweit ich weiß, war im Juni oder Juli die letzte Hochzeit hier. Das wird sehr gut angenommen. Es wurde auch schon die Hochzeit hier gefeiert in dem wunderschönen Biergarten. Also das kann man dann ganz gut parallel. Gut besuchte Vereine gibt es einige, doch das wahre Zentrum des Ortes ist der Brunnen unter der Linde. Da erfrischt sich nicht nur Ritter Joschka gerne. 1843 erbaut, erwacht der Brunnen mit dem Dollendorf zu ganz neuem Leben. Als Übungsort für die Gymnastikgruppe. Okay, sie wollten zeigen, was sie können. Und wir schlugen den Brunnen vor, so als Kulisse. 8 Grad kalt. Passt, sagten sie. Schwupps, waren sie auch schon drin. Wir sind an sich sehr flexibel. Wir sind auch nicht nur mittwochs immer in der Halle. Beim heißen Wetter gehen wir auch raus. Und das ist eine Alternative, die wir uns auch mal überlegen könnten. Tolle Idee, oder? Ja. Ich meine, 8 Grad oder 9 Grad, nicht so kalt? Nee, wenn man sich bewegt, geht's. Und trotz langer Hitzetage, hier läuft's und läuft's. Das Wasser kommt aus dem Waldgebiet Saale. Die Quelle versiegt nicht und wir haben großes Glück, dass ständig Wasser fließt. Ja, also das ist eigentlich eine gute Sache fürs Dorf. Und eine besonders schöne Sache ist die Ritterschaft, die Legende ist. Und Freienfels im benachbarten Ausland sehr bekannt gemacht hat. Seit den 90ern finden hier große Ritterspiele statt. Auch wir waren schon dabei. Es kommen immer mehr Besucher. Dieses Jahr 20.000, hier Archivbilder. Und sie übernachteten in tausenden Zelten, wie im Mittelalter. Riesengaudi nach 2-jähriger Pandemiepause, ein historisches Spektakel. Das alle mitreißt, die Kleinen erst recht. Hier ist Mitmachaktion pur für Kinder. Ja, ich glaube, meine Tochter selbst, die will nicht mehr nach Hause gehen, wenn sie hier ist. Es ist immer traurig, wenn wir hier abbauen und nach Hause fahren. Und dann ist sie immer froh, wenn ich sage, komm, wir fahren wieder hin. Und es gibt hier immer was zu erleben für die Kinder und für die ganze Familie. Ehrenreiche Gäste, die hessische Ritterschaft, kurz HR, bittet darum, sich dort auf der Terrasse zu versammeln. Und das taten sie auch zuhauf, alle da, von allen Vereinen. Ehrenreiche Bürger von Freienfels, es war uns eine vorzügliche Ehre, euch besuchen zu dürfen. Und jetzt stellen wir Ihnen eine Sportart vor, bei der es ums Angeln geht. Allerdings werden dabei keine Fische gefangen. Diese Sportart nennt sich Casting. Sie ist quasi sowas wie eine Trockenübung und wird sogar auf Profi-Ebene betrieben. Unsere Reporterin Isabel Kramer hat bei den Jugend- und Juniormeisterschaften in Lohfelden auch mal die Angelschnur ausgeworfen, ja, und festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Das hier ist übrigens Casting, zu Deutsch Trockenangeln. Ich habe ehrlicherweise noch nie davon gehört und ich finde, es sieht gar nicht so schwierig aus. Versuchen wir es doch gleich mal. Allerdings habe ich auch noch nie zuvor geangelt. Weder auf dem Wasser und schon gar nicht auf dem Sportplatz. Letzteres ist Christopher Ulrichs Leidenschaft. Man wird auch oft gefragt beim Training, fangt ihr was oder habt ihr schon was gefangen?
für manche komisch, für uns total normal. Dann kommen ja. Dann halt auch lustige Antworten. Ja klar, Graskarpfen, Stockale, alles schön weg. Mit 10 Jahren hat Christopher das Trockenangeln für sich entdeckt. Mittlerweile ist er im deutschen Nationalteam und hat schon etliche Titel geholt. Anfänger wie ich starten erst einmal hiermit. Gewichtspräzisionswerfen. Okay, dann fangen wir hier am ersten Brett an. Ist quasi der einfachste Wurf. Hin und her pendeln. Und das ist quasi auch alles, was du für diesen Wurf brauchst. Aber es sieht bei dir schon sehr einfach aus, muss ich gestehen. Und wenn du genug Schwung hast, lässt du in der Vorwärtsbewegung los. Du hast direkt in die Mitte getroffen. 12 Meter trennen mich von der Zielmatte. Ich merke, um die auch zu treffen, braucht's ordentlich Feingefühl. Oh. Hopsa. Genau. Naja. Das ist quasi der erste Wurf, den man so beigebracht bekommt. Nur in der Vorwärtsbewegung, dann streckst du den Arm nach vorn zum Ziel. Guck, Tuch getroffen. Wow, super. Tuch getroffen. Sehr gut. Wie viele Punkte hätte ich jetzt bekommen? Immer noch 0. 36 Casting-Sportlerinnen und Sportler messen sich bei der Deutschen Meisterschaft in Lohfelden bei Kassel. Es geht um Präzision, Weite und Technik. Ihr Ziel, die Qualifikation für internationale Wettkämpfe. Wie bei den Fußballern auch, wenn die ihre Turniere machen, die freuen sich auch, wenn die einen aus der Schweiz kommen oder sowas. Die gelben Angezogenen hier, die Baden-Württemberger, die wohnen so nah an der Schweizer Grenze, die fahren nach Österreich in die Schweiz, machen da Turniere mit. Wenn die auf Weltmeisterschaften fahren, da kennen die schon von den letzten Weltmeisterschaften da die Jungs und dann ziehen die dann los nach den Turnieren. Ne? Also, das ist schon eine ganz tolle Gemeinschaft auch. Christopher hat seine Qualifikation für die Weltmeisterschaft schon in der Tasche. Ende August geht's für ihn und das Nationalteam nach Estland. Und du versuchst dann halt immer wieder, dich rauszukitzeln und auf Höchstleistung zu kommen und da die beste Punktzeit zu erreichen. Und selbst dann ist es immer noch nicht sicher, dass du gewonnen hast, denn bei gleicher Punktzeit zählt dann auch die Zeit. Also man hat eigentlich nie Ruhe in diesem Sport und es ist immer so ein aufregender Moment und das reizt einen halt einfach. Seit heute kann ich sagen, Casting ist definitiv ein Sport, der absolut zu Unrecht belächelt wird. Ja, und das war's von uns für heute. Sie können sich natürlich auch jederzeit auf hessenschau.de informieren. Ja, und Simone Kienast, die verrät Ihnen, wie das Wetter wird und ob es auch weiterhin so warm und trocken bleibt. Und nach der Tagesschau geht's weiter mit der Reihe Wunderschön auf der Schlei bis an die Ostsee. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis morgen wieder.